Und so weiter. Yay, weiter geht's mit Let's Play. Wow, was geht ab? Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Hey du da, es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins, ich wusste es, dass sie Moblins heißen. Sind ins Dorf gekommen. Ja, viele. Ganz viele. Eine ganze Gruppe von Miblons. Moblins. Dann sind sie einfach zu dem Haus. Ja, das Haus von Struppi und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Findet besser selber heraus, was geschehen ist. Ja, natürlich. Habt ihr sonst noch... Hey, du, das ist... Ja, klar. Hey, ich kann ja springen. Cool. Hab ich ganz vergessen. Yay! Und wieder ganz normale Musik. Ach, die Musik ist doch schön, oder? Egal. Struppi. What the hell? Wo ist Struppi? Was habt ihr mit Struppi getan? Hast du Struppi gegessen oder what the hell? Grrr. Struppi ist ein Kettenhund. Was soll das für ein Hund sein? Das ist... Keine Ahnung. Naja, egal. Yay, und was ist denn los? Kreisch! Soll ich kreischen? Nein, ich kreische nicht. Es ist entsetzlich. Sie haben meinen Struppi entführt. Sie, die Moblins. Moblins. Warum hilft denn keiner meinem kleinen Struppi? Mein kleinen Struppi. Ich will dir irgendwie Französisch sprechen, aber lieber nicht. Ja. Auch wenn ich Französisch kann. Ein bisschen. Aber ich bin ganz schlecht in Französisch. Egal. Sie haben meinen Struppi entführt. Ja, was soll ich jetzt tun? Die Olle hat gesagt, ich soll zum Schleimsumpf. Vielleicht sollte ich da jetzt auch mal hingehen. Hm. Was interessiert mich so ein Struppi, wenn ich zum Schleimsumpf kann? Moment, ich kann irgendwo noch ein Herzteil abgreifen. Auch mit dem Springen? Ich bin mir gerade unsicher. Hat Maren denn was Neues zu sagen? Sie hält uns immer auf den Laufenden über sowas geschieht so und so. Hi, Dieb. Ach ja, das wollte ich jetzt mal demonstrieren. Wir heißen jetzt Dieb. In Großbuchstaben. Hi, Dieb. Wir nennen uns weiterhin Link, okay? Taryn ist zu Hause und schläft, aber es scheint draußen noch die Sonne. Ich könnte das nicht. Ich singe lieber, und zwar die Ballade vom Windwisch. Wir wissen's. Ja, das Lied haben wir schon gehört. Taryn schläft, hat er... Schläft er wirklich? Sollen wir ihn stören? Wir stören ihn. What the hell? Taryn schläft gar nicht. Ey, ihr seid doch solche Lügner, ey. Okay, links war dann, rechts war dann nichts mehr, wenn mich alles täuscht. Papal wird schon gegangen sein, also dieser eine Typ von den Vierlingen. Da ist nichts drin mehr und, ja, gehen wir in den Zauberwald. Ich muss etwas, wow, wie, ich bin über den Moblin drüber gesprungen. Ich muss gleich was sagen, und zwar habe ich ja im Videotitel stehen 100%. Jetzt ist mir was aufgefallen, beziehungsweise es ist eingefallen. Scheiße, in diesem Spiel kann man nämlich Fotos sammeln. Eines habe ich schon, und das ist nämlich das Dieb-Foto. Ich kenne nicht, wie ich, weiß nicht, wie ich an alle Fotos rankomme. Deswegen werde ich das wohl nicht machen. Aber ich habe ja auch nicht im Videotitel DX stehen. Also, egal. Damit das klar ist, mit 100% meine ich nur die Muscheln und die Herzteile. Und vielleicht die Roben, also G, R und was gibt's da noch? Und B, glaube ich. Kann man nämlich irgendwie ändern, das weiß ich. Aber die Fotos werde ich wohl oder übel nicht alle sammeln, weil ich echt nicht weiß, wie ich an die alle rankomme. Also nicht alle Zaubermuscheln, ich mache halt so viele Zaubermuscheln, dass man, ja, halt an das Zeug rankommt, an das Schwertzeug da. Egal, weiter geht's. Wo kommen wir jetzt denn weiter? Wo geht's denn da unten lang erstmal? Ach, da geht's genau, ja. Okay. Dann, yay, yay, gehen wir einfach weiter. Wow, ficken. Warum sag ich jetzt ficken? Ja, und da habt ihr schon wieder gesehen, zu schwer mit bloßen Händen, wenn ich jetzt wieder hingehe, zu schwer mit bloßen Händen, immer wenn wir einen neuen Screen betreten, wo solche Sachen sind, ja. Kommt immer zu schwer mit bloßen Händen und bla bla bla. Wir müssen aber erst noch ein anderes Herzteil holen, das heißt müssen, tun wir jetzt einfach, weil wir es können. Nämlich, hier, nein, fuck, hier, yay. Ein Herzteil, drücke Select im Untermenü, um die Anzahl festzustellen, yay. Wir haben jetzt 3 Stück. Mal sehen, was gibt's denn da oben. Hier gehen wir am Schleimsumpf vorbei und gehen in eine andere Richtung. Ja, gleich sind wir... Oh, oh, oh. Können wir die schöne Musik der Taltalhöhen hören? Tamaranchberg, so. Schleimsumpf. Los. Ach so, der Windfisch schläft auf dem Tamaranchberg, oder wie der heißt. Ich dachte, der schläft an der Spitze der Gebirge des Gebirges der Taltalhöhen.
Oh, scheiße. Mir fällt gerade was ein. Aber egal. Und zwar... Ah, hier haben wir schon den Fotoladen. Ja, den kann ich euch gleich mal zeigen. Da ist so ein Typ hier drin, der sie aussieht wie eine Ratte irgendwie oder eine Maus. Ich liebe, in Großbuchstaben, ich liebe es zu fotografieren. Darf ich auch dich fotografieren? Frage, nein, ja, ja. Stelle dich auf den Teppich und ich und lächle. Nee, nee. Hätte ich jetzt eine Kamera installiert, dann könnte ich euch sagen, ich lächle gerade. Ich nenne es ein wahrer Held. Bitte lächeln, kommt mit Blitz, Animation. Yay, wie geil. Wie heißt du, mein Junge? Dieb? Link? Super. Hier ist das Album, Dieb. Nein, fuck, Link. Schau hinein, bevor du gehst. Yay, und zwei Fotos haben wir schon. Mal sehen, ob das Album voll wird. Wohl oder übel nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Spezielles wir bekommen. Die Abenteuer des Link. Möchtest du in das Album schauen? Also wie gesagt, ich lese jetzt nicht Dieb vor, sondern Link immer. Yay! Möchtest du ein Foto anschauen? Wähle es mit Steuerkreuz aus und drücke den A-Knopf. Yay! Also eins ist ein wahrer Held. Yay, yeah, das sind wir, das ist Link. Guck mal, der lächelt und macht... Naja, das sieht komisch aus. Drucken, ja, es gab ja den Gameboy Printer, mit dem könnte man das drucken. Warum auch immer, das ist schwarz-weiß. Und das hier ist das Dieb-Foto. Ja, man muss wirklich was stehlen, um 100% zu erreichen in diesem Spiel. Finde ich komisch. Aber nun gut, das Spiel ist sehr moralisch, wie ich finde. Also um 100%, komplette 100% mit den Fotos zu erreichen, muss man etwas stehlen. Also die Moral dieses Spiels ist ja wirklich unglaublich. Sehr für Kinder geeignet, muss ich ehrlich sagen. Ja, nein. Egal, was steht hier? Hier sind die Taltalhöhen. Rechte Hand der Fotoladen. What, wir sind schon in den Taltalhöhen? Taltalerhöhung, yay, cool. Taltalerhöhung. Yay, cool. Taltalerhöhung. Ich will aber weiter hoch, weil das ist viel geiler, die Musik da. Weil hier ist die Musik so lame. Und hier gehe ich noch nicht rein. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Yay. Warum ich da noch nicht reingehe, seht ihr dann gleich, denke ich. Yay, und guck mal, hier ist ein Wald. Wie heißt denn der Wald nochmal? Fratzenwald, genau. So. Und hier sind Krähen, die... Aber sie stehlen uns Gott sei Dank keine Rubine. Das ist nett. Ach ja, hier gab's ja noch irgendwas, aber da brauche ich sowieso das Kraftarmband zu. Also das Item, damit ich Zeugs heben kann. Oh, und hier ist der Friedhof. Gab's noch was links? Da komme ich, glaube ich, zu Geier Valley. Wally. Keine Ahnung, oder wie der heißt. Nee, okay. Ah, doch, nein. Hä? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß von nix. Gehen wir erstmal auf den Friedhof. Ich möchte einfach so viel wie möglich erstmal erkunden, damit mir wieder einfällt, was ich... ja, die Geister halten übrigens 30.000 Schläge aus. Da war schon wieder die 30.000, aber das war keine Absicht, echt nicht. Ach nee, da brauche ich doch nicht das Kraftarmband, ne? Ich kann hier einfach so... Ja, gut. Hier komme ich nicht zu einem Herzteil. Na gut. Und da ist ein Teil der Macht. Yay! Einfach weg. Einfach weg. Und hoch da. Ja, toll. Das bringt uns ja sehr viel. Wow. Autsch. Ich bin gleich tot. What the fuck. Nein, ich bin tot. Oh, fick dich, Spiel. Aber egal, ich starte wieder hier. Oh yeah. Und ich habe schon wieder ein Herz verloren. Bam. Bam. Du bist tot. Okay, weiter geht's. Das war der Friedhof, so fürs Erste. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu Geier Valley. Oder wie der heißt. Wird der Geier Valley ausgebrochen? Keine Ahnung. Steht denn hier? Friedhof, Urunga-Steppe. Was? Wir kommen schon zu Urunga-Steppe? Nee, da muss man einen Block wegheben, ne? Ja, klar. Wir kommen noch nicht zu Urunga-Steppe. Yay. Das Spiel ist so übermenschlich groß für ein Gameboy-Spiel, meiner Meinung nach. Gut, hier sind wieder die Kondome. Penis, Viecher, Zeugs. Aber da ging's zu Geier Valley, ne? Aber da muss ich auch einen Stein wegheben, ja. Da ist Geier Valley, der ist irgendwie wichtig. Oder sie? Ich habe keine Ahnung, ob es ein Er oder sie ist. Ja, gut, der Schleimsumpf ist noch fürs Erste unwichtig irgendwie. Weil wir zuerst da reingehen. Denn die Moblins haben ja Struppi entführt. Hey, was willst du hier, Jungs? Wo seid ihr? Ich brauche Hilfe. Also du hast ein Schild, aber es bringt dir eigentlich relativ wenig, weil ich dich trotzdem treffe. Das Einzige, was höchstens schildig ist bei dir, das ist dein Schwert. Das ist das Einzige, was meine Angriffe abwehrt. Yay, Moblins, ganz normale Moblins. Aber ich wäre dafür, mein Schild auszurüsten, weil die können ja mit Pfeilen schießen. Das finde ich richtig doof. Töten! Link soll töten. Bep.
Und ach so, jetzt kommt dann so ein Moblin zwischen Boss dann gleich auch. Oh, der ist heftig irgendwie, meiner Meinung nach. Keine Ahnung warum, aber ach, genau, ja. Aha, du musst der Kopfgeldjäger sein, den Madame Miu Miu gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Du solltest erstmal dich retten. Ja. Genau. Deswegen brauche ich hier ein Schild. What the fuck? Nein. Doch. Warum zum Teufel entführt ihr Struppi? Was habt ihr davon? Das verstehe ich nicht. Ah, ich will da ja die Wirbelattacke ausführen. Moment. Bang. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich hasse den Typen. Komm, komm, komm. Jetzt. Yay. Und bam. Und komm nochmal. Komm nochmal. Mach, mach, mach dein Zeugs. Und yay. Und bam. Komm, jetzt mach hier Zeugs und so. Mach dein Dödödödödüm und dann bist du tot. Nein. What? Du lebst immer noch. Ach so, das war, weil ich vorhin keine Wirbelattacke ausgeführt habe. Fuck. Mm. So, jetzt aber. Jetzt, tolle Commentation hier. So, voll der spannende Kampf. Und jetzt bist du tot. Finally. Bam. Yay, und das soll eine Fee sein. Jaja. Wie man es nimmt. Und da ist Struppi. Und wir drücken einmal gegen den Stein und du hast Struppi gerettet. Ein furchterregender Köter. Och, was, der ist doch niedlich, oder? Sieht euch doch mal an. Naja, ich verstehe nicht, wie die eine Kette an einem Stein festmachen konnten. Und warum die Musik immer noch so dramatisch ist. Obwohl alles in Ordnung ist. Yay, wir haben Struppi gerettet. Es bringt nichts, zum Madame Miu Miu zurückzukehren. Die wird einfach nur zu uns sagen, ja, geh mal noch mit ihm Gassi. Wir kommen jetzt, also Struppi erledigt erstens mal für uns gerne mal Gegner, wenn er Bock drauf hat. Und er ist noch für viel, viel mehr Dinge gut. Und ja, wir können jetzt noch einiges machen mit Struppi, was sehr interessant ist, irgendwie. Und das hätte ich eigentlich noch gerne vor dem zweiten Tempel erledigt, der jetzt nämlich bald kommt. Ja, also gehen wir erstmal zurück in den Zauberwald und dann zum Schleimsumpf, weil wir es können. Komm, Moblin, stirb. Und ihr Schleimdinger stirbt auch, weil es kann. Zu schwer, ja, wir wissen's. Das bringt mir gar nichts. Doch, das bringt mir was. Nehme ich da und dann kann ich nämlich da drüber springen, weil da komme ich ja zum Schleimsumpf. Das geht am schnellsten. Yay, wie gut ich mich doch. Oh, gehen wir mal zu Dr. Wright. Hallo, mein Name ist Dr. Wright. Tja, seit Wochen schreibe ich nun Liebesbriefe an Christine, aber bis heute habe ich keine Antwort bekommen. Oh, Mano, was ist das da? Soll das ein Taubsi sein? Hey, das flieht vor uns. Struppi, essen. Naja, egal. Dr. Wright ist nur so ein kleiner Mini-Nebencharakter, der eigentlich nicht so wichtig ist. Aber, wie gesagt, nicht jeder Charakter ist, also kein Charakter eigentlich in diesem Spiel ist unwichtig. Außer die Kinder vielleicht, weil die nur Tipps geben. Dr. Wright ist auch nicht unwichtig, weil mit dem müssen wir später was, also wir müssen nicht was mit ihm machen, aber egal. Eine Höhle. Hier gibt's Rubine, glaube ich, 20 oder so. Ja, du hast 20 Rubine gefunden und jetzt ist Link ganz begeistert und sagt Folgendes. Na toll. Ganz begeistert, weil wir 20 Rubine gesammelt haben. Wow. Es gibt keine Geldbörsenerweiterung in diesem Spiel übrigens, weil wir können insgesamt 999 Rubine und so weiter einsammeln. Wenn ich nicht alles täusche, wenn ich da hochgehe, müsste die Tal-Tal-Erhöhung Musik kommen. Yay! Ich wollte einfach, dass die Musik wird Gott dich zum Ei geleiten. Yay, hier kommt's, Musik. Yay, ich glaube, die haben selber gemerkt, dass der Track genial ist. Und er ist genial, er ist wirklich genial. Sag mal, unter den Eulenstatuen sind manchmal Zaubermuscheln versteckt. Hier nicht, weil dann hätte Struppi schon laut gemacht. Ja, Struppi hilft uns, Zaubermuscheln zu finden, weil er öfters sagt, graben, wuff, wuff, graben oder sowas. Und, ja. Tolle Musik, ne? Gut. Was können wir denn jetzt noch machen mit Struppi, bevor wir in den nächsten Tempel gehen? Wir, können ins Loch springen und verrecken. Nein, wir verrecken nicht, aber wir können den Schleimi kaputt machen. Beziehungsweise ins Loch stoßen. Was sagt uns denn Ulrira? Hat uns eher Neues zu berichten. Ja, hier Ulrira. Ich liebe das so auszusprechen, auch wenn es total bescheuert klingt. Die unzerstörbaren Blumen im Schleimsumpf sind Struppis Lieblingsspeise. Warum führst du ihn nicht einmal dort herum? Klar. Struppis Lieblingsspeise. Blumen.